Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu den Hunger Games. Ist jetzt eine neue Aufnahmesession wieder. Ich denke, ich werde das jedes Mal sagen, wenn ich eine neue Aufnahmesession beginne, dann werdet ihr euch nämlich nicht wundern, dass das alles so ein bisschen unrund gerade läuft und so. Deswegen das dazu. Ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut, bin schon so ein bisschen drin, was ich gleich machen möchte und deswegen starten wir mal damit, dass wir hier erst in den Drucker reinschauen. Wen wir hier denn haben. Einmal zart beseitet. Allergien. Ich glaube, ich musste Allergien nehmen. Ne? Wissenschaft graben. Muskulös. Ja, so oder so nehmen wir May jetzt erstmal auf. Gehen aus der Pause kurz raus, damit ich May direkt umbenennen kann. An der Reihe ist Dori, oder? Vertue ich mich jetzt? Tom. Ja, ist richtig. Dori ist an der Reihe. Herzlich willkommen, Dori. So, Prioritäten für Dori würde ich dann mal aufräumen lassen. Und dann können wir hier nämlich bei Romantik, wo wir auch das Aufräumen mit drin haben, das da ein bisschen wieder runtersetzen, dass da die Landwirtschaft wieder mehr im Fokus steht. So, das haben wir erstmal das. Dann, was ich als nächste Punkte so auf der Planung habe. Zum einen soll hier oben die Tiergeschichten entstehen. Hier unten werden wir natürlich erweitern, deswegen da nochmal einen Bioscan abschicken, dass wir hier das freilegen und hier den nächsten Pilzraum dann bauen können. Und ich würde ganz gerne eine Sauerstofferzeugung jetzt endlich beginnen. Das allerdings nach meinem altbekannten Prinzip. Und ich vermute mal sehr stark, dass wir das Ganze hier hinbauen. Ich glaube, da habe ich sogar die Blueprints, genau. Da haben wir auch die Blueprints dafür, 3 Felder freilassen. Gehen wir mal davon aus, dass wir da isolierte Ziegel, obwohl, nee, Quatsch, wir bräuchten ja keine isolierten Ziegel, wenn wir die hier, wenn wir das Ganze hier isolieren würden. Die Frage ist, ob ich da nicht noch ein bisschen mehr Platz freilasse für so, für so das ein oder andere Servicegebäude, das da hinkommen soll. Jetzt müsste ich hier mal so ein bisschen ausmessen eigentlich gerade. Die Speisesäle möchte ich hier nur 2 Felder hochbauen. Bedeutet, ich würde gerne 3 hier übereinander machen. Gehen wir mal positiv ran und sagen, wir brauchen 31, 36, dann hätten wir 34, ne, das reicht noch nicht. Machen wir es mal so bis dorthin. Jetzt ist die Frage. Jetzt habe ich schon mal vergessen, bis da, ne? Ne, das war sogar 2 zu viel. Also bis dort. Mache ich mir hier mal kurz einen Marker hin. Jetzt mal angenommen, wir würden hier dann eine Leiter hinbauen, dann passt noch das, was ich mir da überlegt habe. Okay, dann deute ich hier die Leiter mal eben an für mich, dass ich das weiß. Ich deute da das Raumende an. Und dann können wir jetzt mal langsam aus der Pause rausgehen. Achso, was ich ebenfalls unbedingt beschleunigen möchte, ist das hier. Dafür Bedienung war genau hier Didi. Dann nehmen wir mal das Aufräumen raus. Und ja, dann ist das Bedienen da hoch. Dann wird Didi nämlich das Gerät hier ein bisschen mehr malträtieren. Da machen wir jetzt mal vorrangig erst Gold. Aber auch ein bisschen Kupfer. Und ich würde hier gerne noch
einen Lagerbehälter daneben setzen, wo wir Rohmaterial reinbringen können, dass wir da kürzere Wege haben, dass da nicht immer 100 Kilogramm für eine Umwandlung hingebracht werden, sondern in größeren Mengen ganz viel. Okay. Ich glaube, wir werden nochmal hier und da Lufterfrischer aufstellen. So, dann können wir hier, glaube ich, die alten Toiletten zerlegen, weil das hier ist ja inzwischen betriebstüchtig, ist auch richtig eingestellt. Ah, wir haben das hier fertig. Okay, einen Neural-Oszillator. Den können wir doch mal direkt benutzen. Und wen schicken wir denn da drauf? Am besten jemanden von den ersten dreien. Entweder Conny zum Graben oder Julian. Nee, Conny macht, glaube ich, am meisten Sinn. Dass der da was bekommt, was ihm hoffentlich nützlich sein wird, wenn er sich immer überall rumtreibt, so wie hier jetzt gerade auch zu sehen. So, direkt drauf mit dir. So, es gibt das sonnige Gemüt. Minus 20% Stress pro Zyklus. Ne, das ist doch... Hätte besser kommen können, aber... Das geht schon klar. So, jetzt können wir hier den nächsten Raumplan. 4 dazwischen frei. Und so, und das machen wir dann mal so. Dann kommt da eine Leiter hin. Den lassen wir vielleicht nochmal weg. Den können wir dann später bauen, wenn der Rest fertig ist. Nicht, dass sich da jemand einsperrt. Die Tür. So, Metallerz, Gold, Kupfer, 8. Nur beim Aufräumen. Und dann würde ich jetzt mal nur das aufräumen lassen. Metallerz, Kupfer, Gold. So, dann ziehen wir das hier mal rüber, aber ich habe fast die Befürchtung, dass wir von manchen Materialien gar nicht so ganz viel ausgegraben haben. So, aber ich, oh ja, hier ist noch Kupfer, da können wir mal da ist auch noch Erde, die können wir gleich mit ausgraben. Oh, vielleicht lasse ich mir hier noch eine Alge mit anzeigen. Ich da rechtzeitig ein Auge drauf habe wegen unserer Sauerstoffversorgung, ne? Ich habe mir übrigens die Mod jetzt aktiviert für die Pause, wenn wir drucken können. Ich habe nur die Befürchtung, dass ich so zu Beginn jetzt das ein oder andere Mal trotzdem versehentlich weiter drücke. Hier graben, dass wir hier nach links gut rüberkommen. Das machen wir mal so. Ja. Kalorientechnisch sind wir gut aufgestellt, das heißt, wir brauchen ja jetzt aktuell nichts anpflanzen.
muss ich gerade mal eben hier. Quatsch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier in die Forschung. Weil ich sehe die ganze Zeit, dass Kerstin da hin rumrennt und 100 Kilogramm Kupfererz aufräumt. Das ist halt nicht sehr zielführend. Jetzt hier einfach Sachen zu erforschen, die wir vielleicht nie brauchen, ist wahrscheinlich auch nicht sehr zielführend, aber... Machen wir das mal. Trotzdem. So, achso, hier hatte ich mir noch überlegt, auch wenn das nur temporär ist, aber hier mal ein paar Gitterziegel noch reinbauen, um hier die Luftzirkulation ein bisschen zu verbessern. Ja, Nächte können wir mal schnell hinter uns bringen. Oh. Da habe ich was vergessen. Da muss erst noch ein bisschen Wasser rein, ne? Das ist eigentlich schon wichtig hier für die Zirkulation von den Gasen, aber ich will da auch nicht zu viel. Wenn hier die Viereraufträge erledigt werden, ist das eigentlich nicht das Signal, das ich sehen möchte. Sondern es sollte eigentlich genügend andere Sachen geben, die auch gebaut werden müssen. So, hier wäre eigentlich ein guter Standort für eine Schutzanzugschmiede, weil die wäre auch zeitnah... brauchen, also hoffe ich zumindest. So, um mal hier den nächsten Raum schon mal zu planen. Ich glaube, wir werden das wieder so machen, dass ich da jeweils ein Feld zwischen freilasse. Dann bauen wir hier Leitern rein. Und machen hier den Zugang von hier unten dann. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Hm. Die verlegen wir noch mal um ein Feld oder zwei. In die Richtung, so. Wieder einen Tag rum. Habe ich vielleicht irgendwelche wichtigen Sachen gerade vergessen? Also das hier müssen wir noch auf jeden Fall weiter isolieren. Ne? Man sieht ja die Temperaturgeschichten. Hier oben unsere Tierzucht. Aber ich würde lieber das hier erstmal auf halbwegs gesunde Füße stellen. Ups, sorry. Da ist gerade jemand gegen das Mikro gedonnert.
Dreimal dürfte raten, wer. Müsste halt das obere auch fertig gebaut haben. Wenn ich jetzt das hier schon wegreiße, dann habe ich hier wieder das Problem, dass ich da nicht schnell genug arbeiten kann. Das muss eigentlich alles der Reihe nach. Und wenn wir jetzt den nächsten... Ne, das können wir schon mal machen. Da wird ja nicht so viel weggerissen. Den nächsten Blueprint können wir schon mal reinsetzen. Ja doch, wir haben hier genug Sandstein. Mehr als genug. So, dann kommen wir hier eigentlich gleich auch noch. Das noch mal ein bisschen ergänzen. Ich erkunde auch viel zu wenig, ne? Naja. So, das ist schon mal das erste Wasser. Dann können wir da die Einstellungen rüber kopieren, dass da unten auch Schleim rein darf. Achso, das war... Ich bin kurz erschrocken, wieso das Spiel in die Pause geht, aber es ist ein ganz einfacher Grund. Bodenloser Magen, okay. Hat super schweres Graben und kultiviert. Medizin und Landwirtschaft. Schade, ich hätte, obwohl 4 Kochkunst und Küchenplage, das hebt sich fast auf. Na, passt schon. Dann nehmen wir mal May auf. Und... Ja... Mee wird auch erstmal Landwirtschaft und Viehzucht machen. So, oh, wir haben reichlich Punkte, die ich verteilen kann. Billabong kriegt Tragfähigkeit. Dori. Was macht Dori denn? Dori Rotten. Ich weiß gar nicht mehr, wofür ich Dori eigentlich. Teil hatte für aufräumen, okay. Also Tragfähigkeit. Gogarin kriegt Bau 2. Julian kriegt Viehzucht. Kerstins Punkt behalten wir. Conny kriegt Tragfähigkeit. Mahoney würde ich auch Tragfähigkeit geben, ja. Olle Knolle bauen 3. Romantik kriegt Viehzucht und Tom. Ja, bei Tom bin ich mir nicht sicher, ob ich da hier die Pflanzensachen weitermache oder ob ich ihn kochen lasse. Eigentlich ist... Ja, wir machen das jetzt mal so. Tom wird hier unser Koch vom Dienst. Weil, auch das kommt von euch, habt ihr natürlich recht. Pilze werden wir auf jeden Fall jetzt anfangen zu verkochen. Da müsste ich mir nur noch überlegen, wo. Vielleicht machen wir das hier rechts. Nahrung. Brauchen wir, oder können wir hier mit die Pilze machen? Ne, wir brauchen einen Elektrogrill, okay.
Glabernot, Schleimlunge. Die Schleimlunge haben, sind tendenziell immer die, die am ehesten eine Voranmeldung bekommen. Den Fertigkeitenschrubber müssten wir da noch weghaben. Passt aber da auch nicht zwischen. Ich glaube, den Reißigen, wir haben ihn noch nicht benutzt. Andersrum ist er mir jetzt hier auch nicht so sehr im Weg. Ich könnte ihn auch einfach da lassen, wo er jetzt gerade ist. Das hier auch mal schnell fertig. Haben wir hier schon das ganze verschmutzte Wasser? Ne, haben wir noch nicht aufgewischt. Also noch nicht benutzt hier für unsere Fingerhutschilf. Da ist es vielleicht gerade auch mal ganz schlau. Ja. Wenn wir davon noch mal ein paar mehr pflanzen. Weil Schilffaser werden wir viele brauchen und dann kriegen wir das Wasser auch schneller verbraucht, das verschmutzte. So, fertig alles. Wenn ich mich nicht täusche, sind die Türen hier alle aus Kupfer. Nicht so viel Kupfererz. Dann bauen wir die mal manuell aus Gold. So. Dann würde ich den nächsten Raum hier auch schon mal planen oder die nächsten Räume. Das hier ist aber, das bleibt alles auf, das ist alles auf 5, das bleibt auch alles auf 5. Jetzt müssen wir noch Folgendes machen. Und zwar, wir brauchen noch einen Gastank für unseren Wasserstoff. Wir brauchen einen Wasserstoffgenerator. Der kommt dorthin. Ach, und gut, dass wir da diesen Freiraum zwischen haben. Dann passt da nämlich jetzt noch die intelligente Batterie und wir können hier mit dem nächsten beginnen. Leiterkabel baue ich mal aus Gold. Automatisierungskabel auch. So, dann machen wir noch die Gasleitung daran und dahin, und dann können wir das, die Leitung von dort weg immer noch anders bauen. Haben wir hier gerade ein Problem mit denen? Ne, die können da weg. So, das hier gehört jetzt noch zu Raum Nummer 1. Dann haben wir sollte sich ausgehen, aber dann was uns dann noch fehlt, ist das Wasser. Da ist jetzt die Frage, wie machen wir das? Wir haben hier unten sauberes Wasser, das wir nehmen könnten. Wir haben hier verschmutztes Wasser, wir haben hier was, wir haben hier oben was, das im Weg ist, aber ich glaube, am meisten stört gerade das hier. Wobei das hier am nächsten dran wäre, also ja. Ja, schwierig. Ich tendiere, glaube ich, dazu, dass wir das Wasser hier. Oder nee, noch besser wäre erstmal das hier weg. Ja. So, Flüssigkeitspumpe da rein.
Wie warm ist das Wasser? 29 Grad. Das ist jetzt auch nicht perfekt. Legen wir das hier links rum und darunter oder legen wir es links hier durch? So. Dann würde ich hier jetzt. Den Rest mit einer isolierten Leitung machen. Wir müssen das Ganze aber natürlich noch in den Flüssigkeitsfilter packen, um das Ganze zu reinigen. So. Genau. Kommt das verschmutzte Wasser her? Warum hat sich hier jemand? Ah, die kommen hier nicht weg. Wie dumm von mir. Das kriege ich so natürlich jetzt nicht aufgewischt, ne? Aber ich könnte hier auch. Wir werden das hier gleich umbauen. Wir wischen hier erstmal eben auf und dann korrigieren wir das alles, was da so ist. Strom. So, jetzt kommen wir hier an den Elektrogrill. Und da können wir nämlich frittierte Pilze herstellen. Und die machen nämlich aus 2400 Kalorien 2800 Kalorien. Und brauchen keine weiteren Materialien. Deswegen ist das immer etwas, das ja sehr schlau zu machen ist. Und dann stellen wir bei der Ernährung ein. Oh, das sieht auch neu aus. Bin ich denn jetzt? Das sind die Pilze, oder? Hier wird leider beim Mouseover nichts angezeigt, aber ziemlich sicher sind das die Pilze. Okay, ich glaube, ich habe mit meinen Einstellungen wieder verbockt, dass niemand mehr aufwischt. Wie ich das einfach mal wieder hinkriege. Aufräumen. Macht nur Dori, aber nicht mit höchster Priorität. Das machen noch ein paar mehr, aber. Okay. Du hier nämlich. Hä, warum habe ich denn Dori das nicht? Weil Dori macht doch auch Lagerung. Keine Ahnung. So, das hier ist fertig. Können wir noch einstellen? 95 und 20. Jetzt braucht es noch die
Sensoren hier, die beiden, die fehlen noch. Wir brauchen einmal gleich eine... einen Startantrieb für das Ganze. Wo kurz jemand ein bisschen trampeln muss. Und dann natürlich noch das Wasser. Sorry. Es wischt immer noch niemand. Jetzt habe ich eine ganze Folge damit verbracht, das hier umzubauen. Unglaublich. Kannst du dir nicht ausdenken. Okay, wir müssen hier einmal ein Ziegel zerlegen. So, bauen. Wir müssen das hier noch fertig gebaut haben für unseren Sauerstoffraum. Das hier und das hier. Plus das dann noch. Das Hamsterrad dahin, aber da kann es losgehen. Achso, wir müssen natürlich auch noch hier unten graben, um dann hier die Sauerstoffleitung zu bauen. Für den Sauerstoff habe ich mir übrigens überlegt, dass ich den mit Klimageräten kühlen möchte. Ich weiß nur nicht, ob das so schlau ist. Das so zu machen. Erstmal gucken wir, wen wir noch hier kriegen. Eine Küchenplage, Reizdarm, Mundatmer und konstruktiv. Da habe ich, glaube ich, freie Auswahl. Am liebsten wäre mir ein Koch, den haben wir nicht hierbei. Dann nehmen wir Ruby. Und haben dann noch jemand zum Aufräumen. So, und Ruby bekommt den Namen von Staufel. Okay. Vielleicht, wenn ich die Wischpriorität ein bisschen höher stelle. Ja, ja, dann wird auch gewischt. So, das hier wollte ich jetzt noch umbauen. Das Ding kommt hier jetzt weg. Das hat mich jetzt lange genug geärgert. Dann bauen wir hier die Ziegel so hin, wie wir sie brauchen. Das haben wir gleich alles. Das Erweitern wird dann hoffentlich ein bisschen schneller. Wir müssen dann erstmal keine weitere Wasserleitung mehr bauen. Das können wir dann später machen. Einer verbraucht hier, ich glaube, 100 Gramm pro Sekunde. Sehe ich jetzt gerade gar nicht. Elektrolyzer. 1000 Gramm, genau. Also wir können 10 Stück mit einer Leitung versorgen. Dafür bräuchten wir dann aber auch einen zweiten Flüssigkeitsfilter. Das kriegen wir schon. Könnte ich hier oben zum Beispiel hin, ne? Aber das brauchen wir jetzt nicht sofort. Achso, der braucht noch Strom. Packen wir mal da mit ran. Das
springen selber, brauchen eine hohe Prio, damit da immer Sand hergebracht wird. So, das Material hier noch rausräumen, das ist so eine Sache. Ja, ich glaube, das machen wir nochmal schnell. Dafür bauen wir hier unten dann Lagerbehälter hin. Da können wir dann immer schnell auf kurzem Weg das Zeug da reinbringen. Hamsterrad. So, Filtermaterial darf hier rein, industrielle Zutat. Dann werden wir mal erstmal Folgendes für alles hier. Ein 8er Aufräumauftrag. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier noch nicht haben. Metallerz darf hier alles rein, nährstoffreiche Erde auch. Organisch nicht alles. Rohmineral alles. Samen kommen nicht rein. Verbrauchbares Erz muss ich auch vorsichtig sein. Und Abyssalit darf da auch rein. So, jetzt haben wir hier noch Pinscherpfeffersamen. Moment, ich kann ja hier auch mal einfach für alle einen Aufräumauftrag reinpacken. Und da muss ich mir aber irgendwas hier raussuchen, Pilzsporen, die ich dann nicht mit einstelle, damit nicht Samen, die ich später finde, die ich jetzt noch nicht hatte, da auch reingeräumt werden. Was liegt da noch? Verschmutzte Erde. Wir haben auch noch kein Kompost. Könnte man hier oben entlang bauen. Ich muss dafür mal eben gerade. Okay, das passt. So, dass wir die zumindest erst, also immer schnell genug bauen, wenn wir hier da einen Kompost gleich bauen würden, theoretisch. So, hier muss noch mal alles raus. Sind noch wieder Sachen auch fallen gelassen worden. Die verschmutzte Erde hierher bringen, macht das Sinn? Wieder einfach immer wieder Material fallen gelassen wird, ne? So, außer die verschmutzte Erde haben wir jetzt alles raus. Und die verschmutzte Erde, die tragen wir jetzt hier ein. Genauso wie verrottete Haufen. Hohe Priorität. So, jetzt lassen wir da niemanden rein und da auch niemanden rein. Und das gleiche hier unten, weil jetzt muss da auch niemand mehr rein. Wir haben das jetzt im Grunde soweit fertig. Wasser ist da. Die können jetzt hier alle anfangen zu arbeiten. Jetzt müssten wir nur noch, was heißt nur? Was mache ich denn hier wieder? Die Gasleitung bauen. Und da kommen wir dann jetzt dahin. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, ich würde das ganz gerne mit den Klimageräten machen. Und die müssen wir aber auch irgendwo hinbauen. Und ich tendiere gerade dazu, dass wir die hier unten hinbauen.
Klimagerät, das kann wahrscheinlich eine ganze Leitung bearbeiten. Jetzt muss ich mal kurz mir nochmal. Ich habe schon maßlos überzogen. Naja, es ist Wochenende. Mit das einmal hierher bauen, um zu schauen, wie ich das am schlauesten hier jetzt mache. Wir brauchen einen Rohrgas-Temperatursensor. Falsche Stelle, der muss dahin. So, dann. Geht das dorthin und da rein. Und alternativ. Muss es dann so wieder da runter. Dann wieder da rein. Mit einem Temperatursensor und so geht's dann weiter. So und so. Und dann da weg. So, ein Klimagerät braucht, glaube ich, 240 Watt Strom. Ist das korrekt? Hätte ich auch vorher mal gucken können. Ja, okay. So, dann machen wir das einmal dort unten. Das wird da auch noch das hinbekommen. Das hier kann wieder weg. Die Leiter verlängern wir noch weiter da nach unten. Das können wir theoretisch hier auch machen. Strom für das Ganze. Ich hoffe, ich habe da keinen. Am Moment. Kein Baufehler drin, aber einen sehe ich schon, einen massiven. Nämlich, das sollte eigentlich so. Dann können wir hier noch eine Flüssigkeitsleitung später durchlegen zum Kühlen. So, aber wir kommen jetzt gleich trotzdem zu Ende. Wir bauen das dann beim nächsten Mal weiter. Ich habe an die Kühlung gerade nicht mehr gedacht. Ehrlich gesagt, hätte ich da schon früher mit angefangen. So, ich hoffe sehr, ja, wir können hier jetzt frischen. Und wir haben hier unseren Erdgasvulkan. Den werden wir auf jeden Fall dafür nutzen, um Strom dann hierfür abzuzwacken. Dafür würde ich mich hierhin dann auch mal auf den Weg machen. Das können wir parallel auch von dort aus. So, graben uns einmal hier durch. Darunter, dann kann nämlich das Wasser da alles reinfließen. So. Wobei das ja eigentlich total schlau wäre. Ich lasse das erstmal alles graben, wenn wir das Wasser hier nutzen, um hier eine Flüssigkeitsschleuse uns direkt zu machen zu dem Erdgas. Ja, werden wir machen. Aber jetzt ist erstmal Ende für heute. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Streamtechnisch kann ich noch nichts sagen, werde ich aber möglichst bald machen. Und ja, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Tschüssi.